Hallo Leute, willkommen bei der 100 Baby Super Sim Challenge Inselleben. Dies ist Teil 99. Jo, es ist 4.40 Uhr, also eigentlich mitten in der Nacht. Und es ist aber schon ziemlich hell. Erstaunlich, erstaunlich. Ja, die Kinder sind auch wach. Also sagen wir mal, das eine Kind ist wach. Und hier sitzt auch Millie. Und die andere, wie hieß sie noch? Marie oder so? Die ist hier ausgezogen. Die war ja irgendwie nicht glücklich hier auf Sulani. Ja, und da wir sowieso einen Platz im Haushalt gebrauchen können. Jetzt gucken wir mal, wie viel hier noch ist. Zwei übrig. Gut, Jenny, du könntest hier mal die Mahlzeit nehmen und dann wieder neue ansetzen, damit immer was zu essen verfügbar ist. Das sieht doch lecker aus. Jetzt mache ich hier wieder ein großes Festessen. Machen wir ein Inselgemüsefest mal. Ja, muss sie eigentlich zur Arbeit in 5 Stunden? Wollen wir nochmal Elternzeit nehmen? Ach, eigentlich müsste es gehen. Millie ist ja da. Die kann auf die Kleinen aufpassen. Aber du könntest dann die Vivien mal baden. So dreckig ist die gar nicht. Vielleicht muss die nur die Windel gewechselt kriegen. Stopp, stopp, lauf mal nicht weg. So. Auch erstmal liebevoll umarmen ist eine gute Idee. Und dann Windel wechseln. Und ich denke mal, du könntest sie dann auch gleich mal baden. Dann wäre das erledigt. Mehr Auswahl. Baden. Vivien. Jawohl. Und Luca schläft noch. Und die großen Teenie-Jungs. Ach, jetzt geht er hier baden. Toll, und da haben wir nur Duschen. Na gut, vielleicht reicht es ja zeitlich noch. Aber Jenny, du könntest trotzdem mal Windel wechseln und so, hm? Wie wär's? Ja, setz dich mal schön in Bewegung. Ja, er fühlt sich unwohl. Gut, muss dann halt auch mal aufs Klo. Und die Erika, die sollten wir mal aufwecken, dass sie noch was essen kann. So. Und du nimmst dir sowieso schon was zu essen, das ist gut. Du solltest dann auch noch mal duschen. Na, jetzt geht schon wieder das Aufstehen los. Ja, ich will nicht baden. Ja, die Badewanne ist schon frei. Komm, Jenny, schnapp sie dir einfach und bade sie. Die hat's nötig. Du, mein Lieber, gehst jetzt nicht dort baden. Du gehst jetzt erstmal aufs Klo, damit du schneller gehen kannst, und dann gehst du hier duschen. Und dann nimmst du dir aber mal zackig was zu essen. Das müsstest du doch hinkriegen können. Und Jenny, du badest deine kleine stinkende Tochter. So. So. Ja, siehst du, du musst so dringend. Genau, renn mal schnell zum Klo. Das ist eine sehr gute Idee. Jenny, du auch rennen, auch gute Idee. Erika ist auch eine gute Idee. Und bestimmt haben sie wieder alle keine Hausaufgaben. Oh, doch, sie hat Hausaufgaben gemacht. Okay, ich nehme alles zurück. Und Fitness hat sie Anfang von Level 3. Oh, das zieht sich. Weil solange sie noch kein Level 5 hat, also erwachsen werden kann, sollte auch Millie noch hier bleiben wegen der Kleinkinderbetreuung. Nun ja,
Jetzt kommt ja auch bald das Wochenende. Wahrscheinlich habe ich mit Fitness einfach die falsche Fähigkeit gewählt, die lange braucht. Wenn ich ihr gesagt hätte, mal mal Bilder, da wäre sie schnell fertig geworden. So, Vivian, geht's dir besser? Wo steckst du? Ja. Und was hast du für ein Problem? Du hast mir gar nichts zu sagen, weil du trotzig bist. Okay, du bist aber eigentlich auch noch müde. Du solltest noch ein bisschen schlafen. Ja, es finde ich zwar sehr schön, dass du mit Puppen spielst, aber geh noch mal ein bisschen schlafen. Taps, taps, taps. So, jetzt fängt gleich die Schule an. Und gucken wir, ob ich sie so weit flott gekriegt habe. Ihn ja. Er hat immer noch Hunger und steckt in der Badewanne. Er hat es irgendwie nicht gebacken gekriegt. Aber in Essen kann man ja in der Schule. Ja. Ja, du solltest auch in die Schule gehen. Ich finde das zwar sehr, sehr löblich, dass du hier noch abräumst, aber was soll's? Räum mal ab und dann geht's aber in die Schule. Hä? Ah, der hat einen Tag frei. Ja, dann kannst du stattdessen Hausaufgaben machen. Der hat wohl später Geburtstag gehabt und es gibt da irgendwie abends so ein Stich. Moment, ein Stichzeitpunkt. Wenn sie dann Geburtstag haben, dann müssen sie am nächsten Tag nicht mehr in die Schule. Beziehungsweise wenn sie danach Geburtstag haben. So, ich glaube, ich lege mal dieses Tablett irgendwo hier hin. Ich weiß zwar nicht, ob das hier funktioniert. So, du bist aufgewacht und möchtest gerne das Puppenhaus zertrümmern. Nein, 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 nein. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Jenny, kümmere dich mal schnell um dein Töchting hier. Geh du hier einfach mal raus, hier hingehen. Und du, Jenny, spiel mal mit ihr, denn sie braucht Vergnügen. So. Du könntest erstmal machen, das wird schon werden, das ist immer gut. Und Windel wechseln ist auch wichtig. Bis man da mal beim Spielen ist. Loben, spielen. So. Oh, wer kommt hier? Das ist bestimmt die böse Anglerin oder so. Nö, einfach nur Kalamaturei. Gut. Und was hat Jenny für ein Problem? Ah, sie ist in der Algenblüte gewartet. Wo steckt sie denn? Wir müssten auch mal mit dem Bestreben weitermachen. Ja, sie muss eine Kokosnuss essen und bei einer Coverparty Gold verdienen. Ich denke mal, die Coverparty, die machen wir in der nächsten Folge, denn das ist Folge 100 und da fände ich eine Party durchaus angemessen. So, Jenny, jetzt bist du endlich bei ihr und hast nichts mit ihr gemacht. Das finde ich aber nicht in Ordnung. Du sollst dich um sie kümmern. Schulprojekt, mach die schwere Aufgabe. Spielen. Und vielleicht mal gucken, wie viel Zeit sie noch hat. Ah, sie muss gleich zur Arbeit. Dann können wir also nicht noch eine Sandskulptur bauen. Sie will nicht? Oh, und Toshi hat sich übernommen. Tja. Na gut. Falsch gewählt. Jo.
Jetzt kommt hier wieder der drastische Szenenwechsel zur Arbeit. Gut, wir haben mal wieder tägliches Experimentieren. Na, wie sie sich alle freuen. Was war das für ein mit dem Feuerwerk? Tantiemenbericht. Ah, für ihre Musik hat sie Tantiemen gekriegt. Also, einen Kollegen mit Gedankenkontrolle putzen lassen. Kann sie ihn nicht einfach bitten zu putzen? Simray mit Gedankenkontrolle verbessern Schlafen und Ochsenstarkserum mischen. Okay, die zwei anderen können wir machen, finde ich. Gucken wir mal, ob wir Ochsenstark machen können. Dafür brauchen wir Spinat, 2 Stück, und einen beliebigen gewöhnlichen Kristall. Und den Simray, den müsste sie ja hier irgendwo einstecken haben. Und Spinat müssten wir ja irgendwie kriegen können. So. So, liegt er da? Ja. So, ja. Schlafen. Jo, er ist jetzt schon weitgehend durchgestylt sozusagen. Ja, kümmere dich mal um sich kümmern. Ist hier schon angesagt, das ist gut. Gut, ich guck mal die Gemüse zum Aufmachen. Da ist dann bestimmt auch mal ein Spinat dabei. So. Dann müssen wir nur noch Kristalle kriegen. Oh, das geht erst, wenn sie damit fertig ist. Huch, was war jetzt das? Ist er jetzt kaputt? Dann mach mal die Expertenreparatur. Und hat sie in der Zwischenzeit alles geöffnet? Basilikum? So. Jetzt warte ich hier erstmal kurz ab. Also Spinat sehe ich nicht, also öffnen wir noch mehr Gemüse. So, jetzt ist es wieder zugegangen. So. Öffnen. Öffnen. So, öffnen. 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 Ich mache sie einfach mal alle auf. So, und dann gucken wir, was wir haben. 15 Spinat. Sehr gut. Dann kannst du jetzt hier mal den Simray verbessern mit Schlafen. Und ich guck mal, ob ich einen Müll finde für den Schrott, den du da hinterlassen hast. Zweifelsfrei einfach erstmal raus, damit er nicht stinkt. Da ist kein Müll. Ist das ein Müll? Ja, das ist ein Müll. Sie könnt natürlich da auch wühlen für Teile. Aber meistens kriegt man jetzt nur noch Altmetall und davon hat sie, Altmaterial, davon hat sie endlos viel. Oh. Der Simray ist verbessert. Gut, stecken wir den mal wieder ein. Und jetzt haben wir hier noch einen Punkt mit Gedankenkontrolle. Ich möchte den am liebsten wegschmeißen, diesen Simray. Ich finde das doof, diese Gedankenkontrolle. Ich lasse sie jetzt mal hier graben. Und hoffe, dass sie Kristalle findet. Sie braucht gewöhnliche Kristalle. Ja, einen beliebigen gewöhnlichen Kristall.
Das ist irgendwie mit dieser Wissenschaftskarriere, die drängt den Sim praktisch durch diese Aufträge dazu, ein echt übler Typ zu werden. Also jemand, der andere manipuliert. Ein Turmalin. Vielleicht reicht das ja schon. Du kannst hier mal graben, während ich mal gucke. Ja, sehr gut. Ich finde das ethisch nämlich nicht vertretbar, Leute mit Gedankenkontrolle zu irgendwas zu nötigen. Und ja, wenn man ein Chef ist, kann man Leute beauftragen, finde ich in Ordnung. Man kann auch Leute bitten, etwas zu tun. Man kann auch, wenn man Geld hat, Leute dafür bezahlen, was zu tun. Also je nach Situation gibt es viele Möglichkeiten, wie man andere Leute dazu bringen kann, was zu tun. Aber mit Gedankenkontrolle, das lehne ich ab. Und diese Wissenschaftskarriere drängt einen dazu, den Sim immer mehr in dieses manipulative Gedankenkontrollen-Ding rein zu drängen. Und die werden dann auch übel, die kriegen dann so eine bösartige Lache, wenn sie das zu oft machen. Und ist auch berechtigt. Und finde eigentlich, dass das die Wissenschaft in ein völlig falsches Bild, in ein völlig falsches Licht drängt, denn es gibt natürlich auch mal böse Wissenschaftler. Keine ganz klare Sache, aber das ist nicht das Normale. Das ist nicht das, woraus Wissenschaft besteht. Wissenschaftler sind normalerweise Forscher, die Sachen erforschen, und das ist meistens weder gut noch schlecht, sondern das ist halt Wissenschaft. Und diesen bösen, manipulativen Charakter, den der Sims-Wissenschaftler hat, der ist die ganz große Ausnahme in der echten Welt. Naja, darum stört mich das ein bisschen. Da muss ich auch mal gucken, wie weit ich das noch weiterspielen will. Ich finde es irgendwie cool. Ein Serum klonen. Ja, auch ochsenstark ist doch eigentlich schön. Dickmacher? Nee, das muss jetzt nicht sein. Wo ist das Ochsenstark? Steht das noch da? Nö. Ist das da unten? Ja. So. Sam, so. Na, und das mit der Alienwelt finde ich auch cool. Da würde ich sie, aha, das soll sie jetzt auch erfinden, den Elektroflux-Wurmloch-Generator. Mit dem kann man dann auf die Alienwelt fahren. Wo ist er denn? Man braucht ein beliebiges, ungewöhnliches Metall. Jetzt machen wir das mal so. Ich lasse Sie mal Ihre Mitarbeiter um ein Metall bitten. Denn sowas geht, glaube ich. Kollegen beauftragen? Ich glaube, das ist es nicht. Nein. Dann ist es, glaube ich, bei freundlich. Um Metall bitten. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie viel wir davon brauchen. Ich glaube, zwei. Ja, aber wir könnten das dann ja klonen, wenn wir eins hätten. Und, kriegst du ein Metall? Ein Mikerit. Jetzt gucken wir mal, ob das ein ungewöhnliches ist. Nein, es ist kein ungewöhnliches.
Jetzt gucke ich mal hier, ob ich da die Sortieren nach, Objekte filtern, Spezialobjekte, Sammelobjekte. Ob das natürliche Sammelobjekte sind? Ja, ich denke schon. Romantium, Phönizid, selten. Selten. Also sie hat seltene und gewöhnliche. Und wir brauchen aber ein ungewöhnliches. Nun gut. Bitten wir nochmal um Metall. Freundlich um Metall bitten. So, Jenny, hör mal auf zu quatschen. Der Elektroflux-Wurmloch-Generator, der ist nämlich richtig toll. Das ist eine Maschine, mit der man auf die Alienwelt fahren kann. Komm, Jenny, der Arbeitstag ist noch nicht rum, meine Liebe. Ja, sehr schön. Und, bittest du jetzt um ein Metall? Na toll. Na sieh. Ein Literalit. Ja, prima. Jetzt sage ich denen mal... Nee, es ist... Noch sind sie in der Schule. Okay. Dann sage ich da noch gar nichts. Und er kann wahrscheinlich noch keine Fähigkeiten aufbauen. Ich lasse ihn mal den Garten pflegen. Vielleicht kriegt er dann Gartenfähigkeiten. Okay, jetzt müssen wir hier noch einen anderen fragen. So, und sonst gehen wir noch mal raus zum Graben. Freundlich, Metall bitten. Say Pando, Tuma Fanul, Chimna, Cardu Sebi. Ja, Hiro hat die Gartenfähigkeit erworben. Aber ich glaube, mit den zwei Geldbäumen, die wir da haben, kann man nicht großartig leveln. Ah ja, und Erika ist aus der Schule zurück. Mal gucken. Ja, die soll sich jetzt erstmal um sich kümmern. Und dann soll sie ihre Fähigkeit aufbauen. Obwohl, das macht ihr, glaube ich, auch Spaß, das Schwimmen. Oh. Geht nicht. Okay, dann halt nicht. So. Das war jetzt auch ein Mikerit. Das ist der gewöhnliche. Gar nicht so einfach. Okay, also gräbst du nochmal, meine Liebe. Graben, graben, bis wir ein ungewöhnliches Metall haben. Beim Graben quatscht sie wenigstens nicht so lange. So, ein Rubin, ah, das sind jetzt Kristalle, können wir ein andermal gut gebrauchen. Und was war das? Eine Kapsel, ja super. Ein Opulentium. Gewöhnlich. So, Altmaterial. Tja. Wäre ja schön, wenn das noch klappen würde heute. Ein Kristall. Thank you.
Frage ist, ob man das die vielleicht auch bestellen kann. Da, ich lasse sie jetzt hier nochmal graben. Das kann man ja auch canceln, wenn es mir gelingt, die zu bestellen. So. Man kann ja inzwischen mehr bestellen als früher. Bestellung. Zum Beispiel bei Geschenke kaufen. Gucken wir mal. Jo, Spielsachen kann man auf jeden Fall schon mal kaufen. Das sieht jetzt nicht nach der ganzen Flotte von Metallen und so aus. In Silverdorada kann man, glaube ich, Metalle und sowas kaufen. Und mal gucken. Na, sie hat genügend Durchbrüche. Sie müsste hier eigentlich heute Gold schaffen. Ein Zornium hat sie. Das ist selten. Tja, find doch mal was Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist eigentlich viel häufiger als selten, meine Liebe. Wie viel sie hier schon hat? Das ist eine Kapsel. Immer wenn sie sich so freuen, finden sie eine Kapsel. Und ich freue mich dann nicht. Noch ein Zornium. Ja, Jenny, was machen wir denn jetzt? Und fragen wir hier nochmal nach einem Metall. Oh, du könntest dich bezaubernd vorstellen. Aber wir wollen ja nur ein Metall. Gut, geht nicht. Stell dich einfach freundlich vor. Na, hier könnte man auch noch graben. So. Mal gucken, ob man jetzt um Metall bitten kann. Huch. Freundlich. Serum testen. Aha, der Arbeitstag endet bald. Nee, die kann man anscheinend nicht um ein Metall bitten, aber um eine DNA-Probe. Tja, da hätte sie dann heute aber einen besonders schlechten Arbeitstag hingelegt. Nun gut. Jenny, geh hier nochmal graben. Nützt hier alles nix. Und dann bauen wir das Ding eben morgen, wenn wir vielleicht bis morgen ein ungewöhnliches Metall gefunden haben. Weil das wäre schon eine sehr feine Sache. Ein Ozinolt. Auch gewöhnlich. Tja. So. Die wissen schon, warum die hier so viele Grabesteine haben. Ich gucke jetzt mal, wie viel Metalle und so sie schon hat. Wir brauchen ja noch einen Frosch. Da könnte ich auch mal wieder einen Frosch züchten. Metalle. Braucht man 20. 8 hat sie. Immerhin hat sie schon 8. Und Kristalle hat sie 12 von 20. Ich meine, das lohnt sich hier schon einfach für die Sammlungen. Ist das ganz nett. Und ich guck mal in meine Frosch-Tabelle. Mal gucken. Um Schicht beendet. Nun gut. Tja. Ja.
angemessene Arbeit geleistet. Pech. Aber wir kommen schon noch auf die Alienwelt. Ja, ich denke, ich mache dann mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.